Du kannst es sehen? Unscharf. Und jetzt? Monika, besser? Ist das besser oder ist das besser? So, besser. Das war zu viel, ne? Gut. Jetzt noch die Feinjustierung. Okay. So, du kannst es sehen? Unscharf. Aber jetzt ist besser. Aha, besser. Besser als so? Aha. Gut. Okay, gut. Du, das sind minus 12 Dioptrien. Und das ist ein gutes Auge. Ich kann dich auf den Straßenverkehr nicht loslassen. Wenn ich es doch operieren lasse. Man sollte an die Medizin nicht zu überspannte Erwartungen haben. Ich muss aber den Führerschein machen. Aber wozu denn? Es gibt Bus, es gibt Bahn, wenn du jetzt ein Kind tot wärst. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. So auch nicht. Monika, ich sehe das mit dem Führerschein nicht. Tut mir leid. Chardonnay. Den magst du doch. Und, was gibt's heute zu essen? Bist du etwa mit dem Ding da in der Stadt rumgelaufen? Ich will nicht arbeiten. Mal, wann fährst du jetzt noch mal? Morgen. Ja, wohin? Hat Papa dich etwa in sein Haus eingeladen? Da würde ich nie hinfahren, das weißt du. Was machst du denn die 4 Tage? Hast du einen Freund? Sag doch mal, wo du hinfährst. Mama. Thank you.
Okay, schon gut. Bitte mal stillhalten. Okay, schon gut. Das tut es ein bisschen. Ja. Naja. Also, so wie das aussieht, was ich gerade gesehen habe, man hätte meiner Meinung nach die Linse überhaupt nicht entfernen dürfen. Können Sie denn da mal anrufen? An Ihrer Stelle würde ich einen Anwalt einschalten. Haben Sie eine internationale Rechtsschutzversicherung? Nee. Dann müssen Sie sich jetzt an den Blinden- und Sehbehindertenverband wenden. Hier ist die Adresse. Monika, das hast du dir jetzt selbst versaut. Thank you.
Gott sei Dank. Wir sind der Stefan. Ja, richtig. Wir haben telefoniert. Ist da drin? Ja, hier. Monika, ich komme von der Blindenschule. Darf ich bitte reinkommen? Monika, alles okay? Monika, antworte mal bitte, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Wollen Sie es mal damit versuchen? Nicht! Monika, hast du was gesagt? Licht aus, Tür zu. Besser so? Also, ich heiße Stefan und arbeite für die Blindenschule. Ich bin hier, um dich abzuholen. Los, Kasperhauser. Aufstehen und mitkommen. Finger weg vom Fenster. Monika, entweder du kommst jetzt mit oder ich muss den psychiatrischen Dienst anrufen. Etwas umlegen. Wir steigen jetzt gleich in einen Kleinbus ein an der Seite. So. So, hier ist die rechte Seite. Das ist oben. Eine Stufe. Quadratmeter. Hier wirst du wohnen. Hier ist ein Schreibtisch. Da lege ich den Rucksack drauf. Stuhl. Regal. Hey. Wart ihr noch Kaffee trinken? Das ist die... Hallo, ich bin Tina. Ich bin deine Mobilitätstrainerin. Ich mach mal Mittag, ja? Okay. Bis später. Tschüss. Gefällt dir dein neues Zimmer? Weiß ich nicht. Schau mal, ich gebe dir mal was in die Hand. Darf ich? Hier. Das ist dein Langstock. Mach dich ruhig damit vertraut. Der wird dich in Zukunft im Alltag begleiten. Kannst du sehen? Ja. Du kannst den Stock ruhig mal auseinanderklappen. Das ist nicht schlimm, Monika. Der Stock liegt direkt vor dir. Heb ihn einfach auf. Nein. Das ist noch weit. Immer der Nase nach. Mit dem Stock ist einfacher.
Witzig. Was sagt denn Linda, ja, die mein Schmirgelpapier in die Hand drückt? Ja? Mann, ist das aber klein geschrieben. Scheißwitz. So, denn? Also ich will nicht wissen, was... Ein noch. Ein Blinder fährt die Rolltreppe hoch, ja? Und kommt oben an, in einem Kaufhaus, nimmt seinen blinden Hund, wirbelt ihm die ganze Zeit über seinem Kopf hin und her, die ganze Zeit. Das ist auch scheiße. Habt ihr auch so viele blaue Flecken? Oh ja. Monika, sag mal, rauchst du? Sollst mich doch erst heute Abend abholen. Du weißt doch, dass das nicht geht. Ich habe deine Sachen schon gepackt. Komm. Ich habe aber noch Unterricht. Oh Gott, das kannst du doch jetzt einmal ausfallen lassen. Jetzt mach's mir nicht so schwer. Mama, ich kann alleine laufen. Gib mir den Stock. Ist ja gut. Auf die Kerle in der Spedition. Nützt nichts. Bis morgen. Morgen machen wir es uns dann ganz schön, ja? Nase noch dran. Es tut halt höllisch weh. Blutet es? Nee, ist alles okay. Geht's? Mhm. Heute Seite 3 oben. Okay, Monika, liest du doch mal heute. Die Wald. Spitzmaus, die Waldspitzmaus ist Tag und Nacht aktiv und thank you.
machst denn du hier? Es klebt überall. Kannst du mich mal anrufen? Oma, hast du überhaupt schon mal geputzt, seitdem ich weg bin? Du sagst einfach, dass ich irgendwas mit dem Mandeln habe, irgendwas Ansteckendes. Bitte. Hallo, finde ich, hier ist Monika. Meine Mutter kann heute Abend nicht zu Ihnen kommen. Sie ist mal wieder total verkatert. Ich komme sofort, das ist ein Quatsch. Natürlich komme ich. Ja, die Monika, die kann so schlecht alleine sein, seit sie blind ist. Ich weiß, dass du da stehst. Sag mal, was denkst du dir eigentlich? Dass du der Katze immer zu wenig Futter gibst, machst du das eigentlich mit Absicht? Das ist kein Katzenfutter. Du denkst immer, du hilfst mir. Dabei weißt du gar nicht, wie viel Arbeit du mir machst. Wie soll ich mich denn hier zurechtfinden, wenn du immer umräumst, Mama? Ich brauche meine Ordnung. Ja, das sind ja aber nicht immer die anderen, ne? Monika? Ich freue mich trotzdem immer, wenn du kommst. Mein Bus geht jetzt. Ich bestell dir noch was zu essen. Was willst du haben? Eine Pizza? Ich kann mir auch selber was kochen. Monika, Salami, ist das okay? Hier, 5 Euro auf dem Tisch. Geräusche. Es ist zu laut hier. Tja. Wo ist die Straße? Oh, kannst du nicht mal weggehen? Guckst mir hier zu, wie ich wie so ein Volltrottel überall dagegen laufe. Dann zeig mir doch mal was anderes. Komm. Lass mich in Ruhe. Musik von Sorten Kanat. Ich höre gerne Musik. Hey, der Computer kann nichts dafür. Stefan, sag doch, dass du das bist. Warum sollte ich? Ist Herr Flock hier? Stör ich? Monika, hast du mal einen Moment? Ja, oh, gerne. Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie es nach der Schule für dich weitergeht? Nee. Irgendeine Idee. Nichts mit Computern. Vielleicht was mit Menschen. Wäre das was für dich? Ich bin sicher.
Kannst du dir vorstellen, eine Ausbildung zu machen? Als Physiotherapeutin zum Beispiel? Das kann ich nicht. Wieso nicht? Ja. Ein guter Freund von mir, der unterrichtet an der Schule für Physiotherapie. Ich habe mich bei ihm erkundigt. In Ausnahmefällen nehmen sie auch Schüler mit Sehbehinderung. Was heißt Ausnahmefälle? Überleg's dir einfach. Wenn du willst, gebe ich dir meine Privatnummer. Ich helfe dir bei der Bewerbung und alles. Okay. Ich leg sie auf 3, okay? Mhm. Danke. Gerne. Gibt's was zu feiern? Ich habe mich um einen Ausbildungsplatz beworben. Wie soll das denn gehen? Frag doch erstmal, was für eine Ausbildung. Ja, was denn für eine Ausbildung? Physiotherapie. Worüber soll ich mich denn freuen? Du läufst doch hier schon gegen jeden Schrank. Mama, das war am Anfang. Ja, und warum ist das auf einmal so einfach, einen Ausbildungsplatz zu kriegen? Dich wollte doch vorher auch keiner haben. Die Tina hat es vorgeschlagen. Sie meinte, dass ich dann weiter in dem Internat wohnen kann. Warum denn? Weil es einfacher für mich ist. Ich finde das nicht gut, dass die dir da so eine Hoffnung machen. Wieso Hoffnungen? Das ist eine ganz normale Ausbildung. Ja, und du glaubst, dass sich dann irgendeiner haben will? Ich mach die Ausbildung, du brauchst gar nicht anfangen. Aber wenn dir irgendwas passiert in der Stadt... Mir passiert nichts! Ich will aber hier nicht alleine sitzen. Mama. Es ändert sich doch nichts für dich. Du machst ja sowieso, was du willst. Gut. Jeder sucht sich einen Partner und dann bitte auf die Matte. Hast du schon einen Partner? Nicht, dass ich wüsste. Du bist blind, oder? Nee. Na, dann brauche ich meinen Bauch wenigstens nicht einziehen. Willst du zuerst? Die Matte liegt direkt vor dir. Sind jetzt alle soweit? Zwischen dem Oberarmknochen und dem Schulterblatt befindet sich der Hauptgelenkspalt. Hier bewegen sich Oberarm, Kopf und Schulterpfanne miteinander. Vorne am Oberarmkopf
verläuft eine Rinne für die lange Bizepssehne. Gehst du ins Fitnessstudio? Es geht nicht. Du musst doch nur liegen. Tut mir leid. Okay? Okay. Außenseitig dieser Rinne liegt der große Rollhügel und innerseitig der kleine Rollhügel. Ich habe den Rollhügel gefunden. Vorne können Sie des Weiteren als Ausziehung des Schulterblattes den Prozessus coracoideus entdecken. Zu Deutsch Rabenschnabel-Fortsatz. Die klingen toll. Wann geht dein Bus? Willst du mich loswerden oder was? Nein. Heute ist Fußball. Gehst du ins Stadion? Du hast keine Ahnung, oder? Ich hab gedacht, ich könnte heute vielleicht einen Bus später nehmen. Aha. Können einen Kaffee trinken gehen oder spazieren. Monika, ich muss heute Fußball gucken. Wo denn? Heute geht nicht, Monika. Weißt du, ich treffe mich da mit den Jungs, da wird viel gesoffen. Ich meine, du kannst das Spiel ja nicht mal sehen. Mir schreit doch die ganze Zeit. Ja, schon. Aber du interessierst dich doch nicht mal dafür. Das stört mich aber nicht. Ich muss jetzt los. Bis morgen. Ich küsse. Tschüss. Schläfst du gar nicht? Frag doch nicht so blöd. Hab ich was gemacht? Kann ja nicht mehr zur Arbeit. Muss das schmutzige Teil denn da so rausgucken? Ja. Geh jetzt ins Bett, ich geh jetzt schlafen. Ja, mach das. Bis morgen dann. Ciao. Tschüss.
Aber dein BH hat auch schon bessere Zeiten erlebt, wa? Hey, das war doch nur ein Spruch. Danke für die Musik. Ist schön. Ich weiß. Sag mal, was siehst du eigentlich? Interessiert dich das wirklich? Ja. So Umrisse. Und Farben? Farben, wenn sie grell sind, so deine Kopfhörer. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Schau mal direkt in die Sonne. Machst du? Ja. Ja. Okay, jetzt schau mich wieder an. So. Ah, krass. Das machst du jetzt jeden Tag 20 Mal und dann laufen wir weiter mit so einem Ding rum. Kannst du mir einen Gefallen tun, Otto? Was? Komm einfach mit. Was ist denn besser, grün oder blau? Wieso? Na, komm mit. Findest du den? Rot. Also, er fühlt sich gut an. Steht er mir auch? Ja, der sitzt super. Ich probiere noch schnell den blauen. Früher habe ich mich nie getraut, was im Laden anzuprobieren. Eigentlich hasse ich Umkleidekabinen. Vergessen wir es einfach, okay? Ich gehe da nicht mehr hin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist bestimmt schon allen erzählt. Ich breche das ab. Du gehst ganz normal zum Unterricht und ignorierst den erstmal. Der wird sich schon noch entschuldigen. Warte mal ab. Das ist auch schön, dass du jetzt erstmal hier bist. Hm? Jetzt lernst du endlich mal ein paar ordentliche Leute kennen. Hm? Einmal schälen, bitte. Willst du was trinken, Monika? Bier, Wein? Oh, ist auch was anderes. Klar. Willst du auch einen? Oh.
aber sie stört doch niemanden. Doch, mich. Außerdem haben wir noch andere Gäste. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Du spielst wieder Sozialamt. Boah, ja, manchmal bist du echt zum Kotzen. Ich nehme meine Arbeit auch mit nach Hause. Außerdem sollst du dich auch mal um mich kümmern. Sag mal, 40 Euro für ein Taxi. Spinnst du? Was kann ich denn dafür, wenn wir hier so scheiße wohnen? Ist das vielleicht meine Schuld? Ist das vielleicht meine Schuld? Oh, Fräulein, leg dich nicht mit mir an. Oder was? Wo kommst du überhaupt her? Von der Party. Ja, und da lassen die dich so gehen? Ja, das sind ja tolle Freunde. Ja, Mama, manchmal geht man besoffen von der Party. Das solltest du doch am allerbesten wissen. Ich hab heute genug Scheiße erlebt. Mama, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Morgen ziehe ich aus. Wenn du willst, kannst du auch erstmal bei uns wohnen. Ach so. Ich will ja meine eigene Wohnung. Hä, wieso? Ich hab noch nie alleine gewohnt. Naja, das musst du ja im Prinzip auch nicht. Ich will aber. Ja, gut. Ich frag mich nur, ob es dafür noch zu früh ist. Aha. Naja, das musst du wissen. Schwarz. Wie mein Arm. Ja, in der Wimperntusche hier unten. Der Leuchte ist für oben. Hier ist dein Wohnzimmer. Hier links stehen deine Sachen. Ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Ich kann es noch gar nicht glauben. Tja, manchmal geht's dann ganz schnell, ne? Brauchst du noch irgendwas? Nee, den Rest finde ich selber. Dann lass dich jetzt mal allein. Morgen kommt jemand vorbei und schaut nach dir. Danke nochmal. Nichts zu danken. Ruf an, wenn du Hilfe brauchst, ja? Ja. Tschüss, Monika. Tschüss.
Tschüss.